Bayanlar ve beyler, Soltan TV hoş geldiniz. Alan Wake 2. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sessizce, sakince. Veya koşa koşa, hadi. Tamam, anladım. Göle gidiyorduk değil mi? Aynen. Hey, Sie sind zurück. Gut. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. Gitmedik ki oraya. Ha, anladım. Göle. Abi kafam karıştı lan. Es kann kein Zufall sein, hier eine Casey-Film-Lunchbox zu finden. Noch eine Botschaft? Ne alakası var ya? Gel gel geri gel. Ich glaube, er kam vom See. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. Mecburmuş ta sola doğru gitmeye. Aha. Lan. Tövbe tövbe. Zor ya, kolay değil. Öldüren bizi şey yapıyor. Başka bir şey var mı? Var. Wir haben eine Seite im Wald gefunden. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Bir tane sayfa bulduk ormanlıkta. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie wissen. Es steckt etwas in ihm drin. Bir şey içinde var, onu görmem, bilmem lazım, görmem lazım, bilmem ne lazım. Habe hier alles gefunden. Her Zeit şey die Leiche bulduk, zu obduzieren und nachzusehen, was sie verbirgt. Nereye koyacağım bunu? Bunu geç. Biz bunda devam ediyoruz şu an. O yok, bu da değil. Bu. Tamam, bunu devam ettiriyoruz. Şimdi Casey. Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Aynen. Otopsi için herhalde şey yapacaklar. Götürecekler şeyi. Konuşmam gereken biri var mı? Oh. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Detaylı araması için şehre götürün. Kein Problem. Ich schaff das selbst. Ver. Eyvallah. Danke. Herhalde parklara daha çabuk gitmek için anahtar verdi bize bir yerden. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden.
Beim Diner, oder? Ich... Dur ja, bakacağız da. Deputy aus. Klingt gut. Yanlış. Harita istiyorum. Şurası herhalde kilit olan yer. Önden sağ. Aa, burayı mı lan? Adam bekliyor mu zaten? Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald, die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Meraktan bakıyorum, bir şey var mı? Noch eine Lunchbox? Bir lunchbox daha bulduk. De yani çok bulmam lazım onlardan ya, silah güçlendirmek için. Abicim biraz hızlı koşturalım hadi. Sevmedim, buraya gidelim şuradan ya. Herz entfernt, ein Stativ, Spuren, die in eine Sackgasse führen. Um einen Film zu drehen? Vielleicht. Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Niye kalbini çekip kaçıyorlar ki? Kalbi almadan. Kaç yolları var ya. O gitsin bir orada, ben şuraya bakayım. Merak. Merak. Aşağı mı atıyoruz adamın yanına? Evet. Also gut. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Biz bu arabayla mı geldik? Niye polis arabasıyla gelmedik? FBI'yiz bir de. Şehire geri dönüyoruz ha. Nedense o sayfayı şey aklımdan çıkaramıyorum. Orada yazılanları. Silahımız falan var yani. Oh be. Nihayet biraz aydınlık. Lan biraz daha gideydim, vuruyordum arabayı. Harika. Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Bekletmeyelim diyor. Gölün aşağı, gölü inmemiz lazım. Haritayı güncellettik. Bright Falls. Schnabelo. Şu ikisi mi? Ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein... ich meine, unser Fest... Oh, bu ne be? Noch ein paar Tage. Oh, dear. Süß. Oradan bir el kolar işareti yaptı bana. İki kahve daha hazır. Hemen gidip alalım kahvemi, kahvemizi. Schön, dass Sie hier sind. Ich habe Kaffee mit. Eyvallah. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Brick, ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Meinten, Sie versene Kaffee. Sie ließen Sie wie Verdächtige aus.
Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Oğlum, wer ist das Kabe? Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Oh, wer mit dir? Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben. Oğlum, Kabe benim değil mi? Bana vermedin mi? Außer den bekannten Opfern. Ben istiyorum dedim, yanlış hatırlamıyorsun. Ja. Ne kadar kalabalık. 2010 gab es am meisten vermissten Meldungen. Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ha, bu ikisi gördü. Bunlar ormanlıktaydı. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Sadece birkaç sorum var. Sizi suçlamıyorum. Ne olduğunu anlatır mısınız? Was haben Sie im Wald gesehen? Ne gördünüz ormanlıkta? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total çıplak adam gölden çıktı. Bize bağırdı. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Aynı videoda gördüğümüz gibi, filmdeki gibi. Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Direkt göbeğini kestiler, sonra o tuhaf şeyler kaçtık biz de korkudan. Sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der Kult des Baumes gerufen. Bunlar ağaçlara tapıyor herhalde. Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Adam anlatıyor da karı susturuyor. Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. Schuckmann. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über die vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Alan Wake, oh. Alles ganz legal. Ben yazarım. Alan Wake ile ilgili bir şey söyledim, onu anlamadım. Onunla ilgili bir şey mi arıyoruz? Kayıp mıyız biz? Anlamadım ki. Ne konuşuyorlar? Profiling wird Antworten liefern. Ruhe in Frieden. Bunları görünce bir şey mi oluyor? Ben anlamadım ki. Buradan çık ya, karanlıkta durmayalım. Şu arkaya bakalım. Ich krieg es nicht auf. Erkek kadın karışık. Hiçbir şey görünmüyor. Profiling könnte den Fall voranbringen. Hmm, açamıyoruz. Biz bir gene şeyimiz yapalım. Önce şunu bir halledelim. Oo. Nereye? Şu aşağı geliyor. Das ist eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Bunlar bir grup yani. Bunun biz de farkındayız. Oo, yeni şeyler açılmış. Önce şunu koyalım bir. Tamam da yani 20 tanesini de buraya mı dizeceğiz bunların gerçekten? Ne bu? Gene mi? Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise über den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Gözlerimi açık tutmam lazım. Yeni.
Sieht falsch aus. Der Kult des Baumes steckt hinter den Morden. Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. Kadın heyecanlı ya, böyle bir şey çözebildiği için. Şunlarla ilgili... Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Bunlarla ilgili daha çok şey bulmam lazım. Bunlar bir grup işte, nedense ağaca mı tapıyorlar anlamadım ki. O zaman yukarıdaki. Sieht falsch aus. Nasıl yani ya? Tamam başka. Başka bir şeyimiz yok. Doğru yerdeyim. Hadi bu çocuğun iç sesini dinleyelim. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Kristall bana ne şey yapıyor? Das Symbol sind zwei ne saklıyorlar benden? Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Tane kolye bulmuş. Die Bookers waren am Cauldron Lake. O gruba ait olan. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Herr mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Doğruyu anlatmışlar. Tammy'nin kitabından dolayı şey yapmışlar. Tamam. Tekrar konuşalım mı? Sie haben dort also was gefunden, richtig? Orada bir şey buldunuz, değil mi? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Bir kolye. Hey. Wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Bana vermeniz gerekiyor. Okay. Habt ihr gesagt, du sollst es nicht behalten? Ben sana dedim. Sende kalmasın diye. Oh, bizim meşhur üçgenler. Kutuyu açmak için uğraştığımız. Eine bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt. Aha. Rose. Saga Anderson. İnanamıyorum. Saga. Oha, ne oldu ki bunun çocuğuna? Nasılsınız? Siz kimsiniz? Neyden bahsettiğinizi anlamıyorum. Benim Rose. Tanıyorsunuz beni. Gerçekten tanımıyorum. Ne olmuş olabilir ki küçüğüme? Boğulmuştu. Sizin kızınız. Bir şeyler hatırlatıyor bana. Hatırlamadığınızda şaşırdım. Nereden biliyorsunuz ki kızımın olduğunu? Biliyorum. Beni biriyle karıştırıyorsunuz. Adam ne kadar gerçekçi hareketler yaptı ya. Ach, kahveni içtim bitirdin. Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn Sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Aynen, getirmişler adamı. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt ihm dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich oder so. Geceler ormanda dolaşırsan gelip alıyorlar seni. Öyle şeyler biliyorum.
Zauberer war meine Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Sie Besuch. Ah. Guten Morgen, Ted. Ja, ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Hallo, Günther. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin? Şehir güzel de biraz çok sessiz ve sakin. Araba geçmiyor. Sie meinte, meine Tochter wäre. Hiçbir araba hareketli yok. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hat ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich. Rose biraz rahatsız herhalde. Aa bak şu evin üstünde de şey var bak. İki üçgen. Görüyor musunuz? Ne demek acaba? Ve galiba birkaç yerleri de var. Hey boss. Ja, in der Leiche ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Ja, ben gireceğim önce. Ich bin sofort bei Ihnen. Das ist das Hakikaten Alan Wake ilkinde oynadığımız yerlere benziyor birebir. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Aynı yerdeyiz galiba ya. Hatırlamadım şimdi ama galiba aynı yer. Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut. Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Çok karanlık. Er macht Witze. Ne var burada? Bir şey söyleyeyim mi? Bir şeyler buluyoruz hep ama. Biraz korkmuyor da değilim yani. Ne yapıyorsun lan? Temiz. Okay. Sehen wir uns den Patienten an. Adam ja. Ich fange mit einer Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Ein Schriftzug? Üzerinde bir şey yazıyor. Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Şey yapmış, savaşmış. Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Sanki sudan öldükten sonra suyun içindeymiş gibi. Bir şey bırakmışlar. Göğsünün içinde. Neyimiz var? Zeit zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. Evet. Karnındaki ölüm sebebi. Şeyleri süper birleştiriyorlar ya. Text verschmiert, verkehrt herum. Markierung des Herzens vor der Entfernung nicht möglich. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Kağıt var. Ließen es die Mörder dort? Bilerek mi bıraktılar içinde? Bakalım. Kağıt bırakmışlar içinde.
eine Seife, Cauldron Lake, die kennen die Seife und eine Seife. Bizim adam yazıyor tabi. Biz böyle sayfaları bulduk. Hepsi burada. Başlıyoruz. Ulan bismillah. Silahımız orada. Bunun bedelini ödeyeceksin. Silahım yok. Işığa gitmem lazım. Işığa git diyor. Beni görmüyor şu anda. Buldu. Çok değişik bence yani biraz. De. Kalbi yoktu ama gene ayağa kalkabildi. Bizim adam hikaye yazıyor anladığım kadarıyla. Biz de o hikayeyi yaşıyoruz şu an. Saga öğrenecek şeyinin sonunu. Was wir gerade gesehen haben, lässt sich nicht rational erklären. Gut, dass Sie das gesagt haben. Jetzt können wir nach einer Lösung suchen. Şimdi çözüm aramamız lazım. Vor dem ganzen Chaos ist Sheriff Breaker einfach verschwunden. Er wirkte so, als hätte er sich vor dem gefürchtet, was kommen würde. Ein weiteres Mysterium. Sanki ne geleceğini biliyordu Sheriff. Das Opfer eines Ritualmordes verwandelt sich in ein Monster. Canavara dönüştü resmen. Gibt es da einen Zusammenhang? Vielleicht. Wir müssen herausfinden, welches Ziel dieser Kult verfolgt. Resmen o grup, ağaç grubumuz canavar yarattı diye cümle kuruyor bizim kankimiz. Tamam, bakalım. Bakalım ne yeniliklerimiz var. Thank you.
Normalerweise führen die Killer das Ritual durch, nicht der Detektiv, der seine kranken Fantasien auslebt. Vielleicht will er sie mit hineinziehen und in seine verrückte Welt zwingen. Bir şey var ama anlamadık. Nereye koyacağım bunu? Denken. Tamam. Ayda. Kuldun grubun hedefi. Nereye koyacağım bunu? Nein. Başka? Üç sayfa bulmuşuz ha. Bir yenilik yok. Üç tane var sayfadan. Radyoyu geç. Haritayı da geç çıkalım. Gidiyoruz. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Gitti adam öldü ya. Şaka gibi. Gitti. Ich krieg es nicht auf. Nereden gideceğim ben? Görev ne? Nerede olduğunu mu bulacağım? Das geht von hier nicht auf. Allah Allah. Kaçırdığım bir şey mi var ya? Varmış. Ein toter Mann hat sich in ein Monster verwandelt. Licht scheint dagegen öyle adam canavara dönüştü. Seiten sagen die Zukunft vorher. Es gibt keine sayfalar... rationale Erklärung. Wir müssen diesen Fall unbedingt knacken. Olacak şeyleri gösteriyor, yazıyor. Ne bileyim, ışıktan kaçabiliyor. Yani ışıkta bizi şey yapmıyor. Bize saldırmıyor. Tamam. Laut der Seite ist Nightingale wieder am Cauldron Lake. Er soll Cauldron ein Besessener sein. Wir müssen dorthin und ihn aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Okay. Adam da süper bir de şey yapıyor. Cauldron Lake'e gidip Nightingale'ı bulacağız.
Sheriff Breaker ist verschwunden. Nightingale hat sich in einen Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Sie kümmern sich darum. Wir müssen sofort zurück zum Cauldron Lake. Scheiße. Das ist schrecklich. Açıyorlar, şaka yapıyorlar. Was wir können, ma'am. Ama bokanını görmüyorlar öleni. Biraz değişik muhabbet şu an. Kim, bir şey var mı burada? Olmaz olur mu? Magie ist nicht real. Magie ist nicht real. Stimmt's, Mulligan? Nein, Thorn. Die auch nicht. Wusste ich's. Haydi gelin ya, boş boş konuşmayın. Schönes Pärchen. Oje, ich bin ein Tourist und habe mich wohl im Wald verlaufen. Hätte ich doch nur einen Reiseführer, hier gibt es Bären. Oh nein, ein Bär. Allah belanızı vermesin yapacağınız şeyin. Bir yere göz atalım ya. Ne var ne yok diye. Nightingale und dieser Kult sind gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten, falls es noch weiter eskalieren sollte. Kannst du es melden, Casey? Gute Entscheidung, Anderson. Agent Casey spricht. Ja. Wir brauchen Verstärkung. In Bright Falls. Alle, die sie entbehren können. Sofort. Und Sie glauben, dass wir Nightingale am See finden? Die Seiten lagen bisher nie falsch. Ja, aber das ist unsere beste Spur. Olay garip yerlere doğru gidiyor. Herhalde yine ormanlığa gidip o şeyi bulacağız. O pis canavarı. Akşam olacak kesin. Kaça 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 kaça. Bir şeyler yaşayacağız artık belli. Tamam, arabayla gidiyoruz. Hadi gel. Gel aynı yolu arkaya. Gel aynı yola gideceğiz ya. Şaka gibi. Baksana. Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Oh, Alan Wake'i takip ediyordu onun için önce buraya geldiğinde. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Alan Wake'in kaybından dolayı kitap yazıyor. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern, Alex, Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey, Murder Case Casey. Neredesin Alan Wake? Sana ihtiyacımız var. Gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mehr auch nicht. Und vor 10 Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa, Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wakes Krimis. Alan Wake'in kitabından çıktı bunlar. Die Morde aus den Büchern. Vay, o grubu kitaplardan alıntı. Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Nach diesem Fall. Alan Wake'i geri getirmek için bu gruplarda onun yazdığı kitapların aynı ölüm şekillerini kullanıyorlar. Sein Name taucht immer wieder auf.
Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Ya benim bildiğim Alan Wake'le de oynuyoruz ya. Yoksa illa rüyaya mı girmemiz lazım onu oynamak için? Alan Wake'ı da burada John Wick'e benzetmişler. Belki onun inşallah onun gibi de silah çekiyordur. Kalp. Geri geldik. Laut der Seite hält sich Nightingale in einem sogenannten Übergang auf. Ve akşam oluyor. Genau ist. Hazır olun. Danke. Beginnen wir am Tatort mit der Suche nach Nightingale. Der Autor dieser Seiten weiß, was passieren wird. Steckt die Person hinter all dem? Oder sieht sie die Zukunft? Hier passieren unmögliche Dinge. Eine Welt mit anderen Gesetzen. Ich muss diese merkwürdige Logik verstehen. Um die Hinweise zu verstehen. Und den Fall zu lösen. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Hey! Hallo! Hallo. Wie geht's euch? Diese Absperrschilder sind völlig nonsens. Viele Dinge an diesem Fall bereiten mir Kopfzerbrechen. Aber eine Sache fühlt sich richtig falsch an. Breakers verschwinden. Ich glaube nicht, dass Nightingale dafür verantwortlich war. Er war gerade dabei, ihnen noch mehr zu geben. Aber irgendwas wollte das verhindern? Oder hat ihn nur Nightingale geschützt? Eine spontane Selbstbeziehung? Ich weiß nicht. Tatort versinkt im Wasser. Regen hat mich noch nie gestört. Fühlt sich an wie zu Hause. Keine Spur von Nightingale. Ja, aber auf der Seite Geralde. War er beim Cauldron Lake in einem Übergang. Und wie sollen wir ihm dorthin folgen? Vielleicht gibt es hier. Und wenn wir Nightingale finden, was dann? Ich habe noch nie ein Monster verhaftet. Sie haben schon. Sie wissen, was ich meine. Richtige Monster. Das Licht in der Leichenhalle hat Wirkung gezeigt. Vielleicht kann man nur so verhindern, dass er noch jemandem wehtut. Monster? Übergänge? Rituale? Was halten Sie von all dem? Normalerweise führen die Killer das Ritual durch, nicht der Detektiv, der seine kranken Fantasien auslegt. Vielleicht, dass sie mit hineinziehen. Aber wenn Tote wieder auferstehen, bekommt das Wort Ritual deutlich mehr Gewicht. Wir müssen uns umsehen und herausfinden, was dieses Ritual genau ist. Ortalığa bakmamız lazım, ne yapmak istediklerini anlamamız için. Sen de sanki konuşabiliyordun demin gel ama. İçeri gidiyorsun. Abi karanlık oldu ya. Abi ben nereden anlayacağım? Nightingale. Ich sehe, wohin die Fußspuren führen. Könnten Sie sich den Tatort noch einmal ansehen, Casey? Nur um sicher zu gehen? Olduk adamın izlerini. Şuradan mı? Evet. Yağmur başladı. Evet. Müzik şiddetleşiyor.
Yanlış mı gidiyorum ya? Geçmedim mi ben buradan demin? Bu evi biliyorum canım, buraya girmiştim gündüz. Bir daha gelelim. Ters mi geldik ya? Adamın izlerini kaybettim galiba. Niye ben çıktım ki buradan yukarı? Adam nerede bu arada? Aa, o adam oralara bakacaktı, doğru. Hış! Nasıl tüküreyim ya? Burada bir yerde. Ama nerede? Suyun içinde. Ulan ışık sandım bunu be. Atlayacak suda, ben öyle düşünüyorum. Bir anda karşıma çıkacak. Bunu biliyoruz, buraya su olmuş lan buraya. Ne bu? Aa, başladık gene. Die Witches hat. Okay. Ich vertraue darauf, dass mich die Seite zum Übergang finden. Tamam, bir şöyle yapalım. Oyunu da kaydetti. Biz bu bölümü burada bitirelim. Büyük ihtimalle şuradan yürümeye başlayınca karşımıza çıkacak. Sultan TV izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.